So, moin moin aus Hamburg. Ich habe mir ein Hotel hier neben dem Büro in Hamburg genommen, damit ich einfach ein bisschen spazieren gehe, das Wetter genieße. Wie ihr wisst ja, ich lebe ja privat seit 2 Jahren in Dubai, da ist sehr, sehr heiß. Heute ist das Thema sehr wichtig. So, was ist denn das Thema? Wenn ich dir sage, mein Lieber, ergänze mir den folgenden Satz. Das Leben ist... Mach's einfach ruhig, das ist eine Übung für dich, denn die Message habe ich seit sehr vielen Jahren gelernt und ich denke, das wird sogar das wertvollste Video, was du die nächsten Tage hier auf dem Channel oder egal wo auf YouTube einfach anschauen wirst. Daher einfach mal, mach mit, wenn du eine Lehre haben möchtest, schreib einfach, ergänz den Satz, alles was dir einfällt, das Leben ist und vor allem nicht so viele Gedanken machen, sondern das, was dir am ersten einfällt. Das Leben ist, trag's ein, okay. So, jetzt springen wir zur Erklärung. Was will ich damit sagen, warum ich dir das sage? Ich hatte in einem Café mal gesessen, das war am alten Frankfurt, nicht Frankfurt, das war der Berliner Flughafen. Kennst du den alten vielleicht? Und da hatte ich halt auf meinen Flug gewartet. Und da saßen halt da saß ein Pärchen gegenüber von mir und die waren so negativ geladen, haben einfach erzählt, wie schlecht Berlin ist, wie alles schlecht hier ist, dass der Kaffee hier so gar nicht schmeckt, dass denen alles ankotzt, Wetter ankotzt, wie auch immer. Oh, und ich war kurz davor aufzustehen, aber es gab ja keinen anderen Platz, wo ich gehen sollte, ich warte ja auf meinen Flug. Aber ich habe gesagt, gut, okay, irgendwann gingen die weg, Gott sei Dank. Da kam wieder ein Pärchen und ich habe einfach zugehört, was sie gesagt haben. Die haben einfach über Berlin nochmal gesprochen, wie geil, wie schön das Ganze war. Die haben aber auch über den Kaffee gesprochen, was das Pärchen davor auch getrunken hat. Und haben gesagt, das war super lecker. Und dann habe ich echt Augen gemacht. Ich habe mir dann selbst Kaffee bestellt und war okay. Also ich will nicht sagen so der Schlager, aber war okay. So. Warum ich dir das erzähle? Gleicher Kaffee, gleicher Platz, gleiche Stadt und zwei verschiedene Ansichten. Wahrscheinlich hast du jetzt einen Kommentar geschrieben, wirst du auch vielleicht in den Kommentaren lesen. Du hast das bestimmt früher mal gehört, das Leben ist hart, ungerecht, das Leben ist Liebe, das Leben ist eine Prüfung. Und weißt du was? Da sind sehr, sehr viele Kommentare, sehr viele Meinungen. Und ich muss sagen, alle haben recht. Wie alle haben recht? Ganz einfach, erkläre ich dir gleich. Genau vor zwei Jahren, da habe ich Freunde, da kamen die zu uns nach Dubai. So, zu Besuch mit Kindern, Families. Boah, die Kamera ist ja schwer. Bin nur am Meckern heute. Läuft bei mir. Also, die waren zu uns zu Besuch in Dubai. Und was ist da passiert? So, wir waren im gleichen Bus, wir haben die gleichen Aktivitäten gemacht. Wir haben Burj Khalifa gesehen, da gibt es so ein Frame, was man sehen muss. Wir waren im gleichen Boot, gleichen Bus und ich habe mit meinem Kollegen damals einen Touristenguide bestellt, der Deutsch spricht, damit die Kollegen auch unterhalten werden. Vor allem einige konnten kein Deutsch, kein Englisch. Und ich habe am nächsten Tag die Mädels gefragt, wie die Reise war. Manche waren nicht so ganz happy und ich habe die eine Dame gefragt. Sie sagte mir wortwörtlich, das war das schönste oder der schönste Ausflug, was sie in ihrem ganzen Leben gemacht hat. So, ich habe nochmal überlegt. Wir waren alle in einem Bus. Wir waren alle an den gleichen Plätzen. Wir haben alle das gleiche Essen gegessen. Wir haben das gleiche gesehen und unterschiedliche Meinung. Und genau wie diese Kommentare, ich muss dir sagen, alles, was die Leute hier schreiben, ist in der Tat richtig. Das ist deine Ansicht, wie die Welt überhaupt dann aussieht. Wie meine ich damit? Siehst du die Welt grau? Dann materialisiert sich das. Es gibt 5 oder 4 Elemente, die über alles einfach bestimmen, wie so etwas aussieht oder aussehen kann in deinem Leben. Was bedeutet das? Ganz einfach, schau mal. Alles, was wir glauben, wird immer wahr. Das materialisiert sich immer. Und das ist kein... Quatsch, was ich einfach sage. Ich hatte einen Freund in der Kindheit, der hat immer gesagt, also der war kein Freund, einfach Kumpel, der irgendwo dazu gestoßen ist. Da musste ich halt mit denen ab und zu Zeit verbringen. Aber der war immer negativ, hat gesagt, er ist verflucht,
Wie auch immer. Und sein Leben war wirklich verflucht. Der ging nach Griechenland, läuft so auf so einem Straßenrand, wird überfahren. Geht hin, passiert ihm überall Probleme. Und die Frage lautet, warum eigentlich? Warum? Was hat der einfach falsch gemacht, der Typ? Der hat einfach immer geglaubt, dass sein Leben grau ist, dass sein Leben hart ist, dass das Leben schlecht ist. Und das hat sich immer materialisiert. Was bedeutet das? Schau mal, wenn du einfach sagst, das Geld ist schlecht. Okay, jetzt komme ich zu dir und sage, komm, mach mir eine Webseite, mach mir ein Logo, mach mir irgendeinen Service, verkauf mir ein Produkt. Du wirst das nicht mal annehmen. Warum? Weil du gelernt hast, dass Geld schlecht ist. Bedeutet, du glaubst im Inneren, Geld ist schlecht, wirst du einfach sagen, Geld verdirbt den Charakter. Du denkst drüber nach. Und weißt du was? Wir sind eigentlich der einzige Wesen auf der Welt, der sich Gedanken über seine Gedanken machen kann. Das ist schon ein tiefer Satz. Ich wiederhole den Satz. Wir sind der einzige Wesen, der sich Gedanken über seine Gedanken machen kann. Das bedeutet, wir können ja uns Gedanken über unsere Gedanken machen. Das ist schon, das klingt ein bisschen so, ja, lustig, aber wenn du überlegst gerade, du denkst gerade nach, was du gerade denkst. Stell dir mal vor, wir sagen, Geld ist schlecht, dann materialisiert sich das immer. Wie? Das heißt, du sagst, Geld ist schlecht, dann hast du die Gedanken, dass Geld schlecht ist. Und dann passiert Folgendes, du nimmst das Geld nicht an, du redest schlecht über Geld und dann ist das wahr. Genau wenn du sagst, das Leben ist schön, das Leben ist ja im Endeffekt ein Spiegelbild von dem, was du einfach siehst. Das ist ein Spiegel. Du sagst, das Leben ist schön, du lächelst. Kennst du das, diesen Satz, lächle und die Welt lächelt zurück. Und das ist wahr. Du musst einfach lächeln, dann lächeln die anderen. Aber wenn du mit so einer miesen Laune einfach reingehst, kennst du ja noch vielleicht solche Kollegen, die in Firmen da reingehen, und dann auf einmal hast du so eine düstere Stimmung bei allen. Das ist ansteckend. So, und deswegen musst du einfach aufpassen, mit welchem Umfeld du eigentlich unterwegs bist. Aber auch überlegen, wie du die Welt siehst. Weil wenn du glaubst, dass alles schlecht ist, garantiere ich dir, wird alles schlecht. Wenn du glaubst, dass alles gut ist, dann wird auch alles gut. Wenn du glaubst, dass dieses Video dir nichts bringt, dann garantiere ich dir, hast du 100% recht. Wenn du aber glaubst, dass dieses Video dir viel bringt, dann hast du auch recht. Ich habe mich immer gefragt, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Leute zu unserem Seminar kommen? Manche lernen daraus und machen Millionen mit dem Wissen. Manche kommen hin und sagen am Ende, ja, war schön, aber ich habe nicht viel gelernt. Wie kann das sein? Gleicher Platz, gleicher Redner, gleiche Folien. Und das ist im Endeffekt, du suchst in jedem Video die Wahrheit, die du dir selbst definiert hast. Du suchst in jedem Kommentar, in jedem Bild deine Wahrheit, deine Geschichte und versuchst die zu bestätigen. So, wenn du das jetzt weißt eigentlich, dass du die Welt in einer bestimmten Brille siehst, dann musst du einfach mal dich fragen, okay, vielleicht sollte ich eine andere Brille versuchen zu tragen. Sieh das Leben doch als Spiel, was hast denn du zu verlieren? Versuch doch einfach das Leben als Spiel zu sehen, indem du wirklich jetzt ab heute versuchst mindestens 21 Tage, wenn am besten vielleicht 30 Tage, weil man sagt ja, man gewinnt eine Gewohnheit innerhalb von 21 Tagen, aber versuch das mal 30 Tage zu machen, dass du nichts kritisierst, vor allem dich. Ja, wenn du nicht an dich glaubst, sorry, dann wer soll an dich glauben? Versuch einfach mal alles positiv zu sehen und dann wirst du halt sehen, welche Türen für dich öffnen. Du wirst einfach Möglichkeiten sehen, die du früher nicht gesehen hast. Wir können nicht verändern, dass Lappen an der Regierung sind. Wir können nicht verändern, dass jetzt hier eine Flasche hier rumliegt. Wir können es nicht verändern. Wir können uns aufregen. Wir können uns auch über dieser Baustelle hier alles aufregen. Aber ey, sorry, was hilft das? Ich kann mich über diese Malereien komplett ankotzen. Kann ich das verändern? Nein. Ich muss bei mir anfangen. Ich muss das, was ich verändern kann, einfach verändern und das sind meine Gedanken. Und wie ich jetzt die Welt in meine Augen sehe, entscheide ich ja selber. Und das ist eine der stärksten Elemente, dass du wirklich die Entscheidungsmacht hast, dich Gedanken über deine Gedanken zu machen, zu entscheiden, ich will mich verändern, ich kann die Welt nicht verändern. Und wie du jetzt die Welt siehst, ich glaube, dieses Video
wenn du es wirklich tief nimmst und nicht so wie wirklich mit Humor, sondern wirklich einfach dich damit beschäftigst, und vielleicht ist die Message vom ersten Mal nicht angekommen, es ist nicht schlimm, wenn du das Video zweimal anschaust, um wirklich diese Message rauszuholen, was ich einfach sagen möchte. Ich fasse das kurz zusammen. Wenn du glaubst, dieses Video ist schlecht, wenn du glaubst, die Welt ist schlecht, die Welt ist düster, wenn du glaubst, das Geld ist schlecht, dann wird das immer wahr. Warum? Unsere Glaubenssätze werden zu Gedanken. Und die Gedanken werden zu Worte und die Worte materialisieren sich. Ganz einfach. Ich wiederhole. Unsere Worte oder Gedanken, nicht Gedanken, Glaubenssätze, das ist noch schlimmer. Das heißt, das, was ich glaube. Henry Ford hat ja gesagt, ob du glaubst, du wirst erfolgreich, oder ob du glaubst, du wirst es nicht. Du wirst immer Recht beibehalten. Was hat er damit gemeint? Der hat ganz einfach gesagt, wenn du glaubst, dass du erfolgreich bist, dann wirst du erfolgreich. Wenn du glaubst, du wirst einfach verlieren, dann wirst du verlieren, weil du einfach nach der nächsten Ausrede suchst, die einfach dann verhindert, dass du erfolgreich hier wirst. So, sorry, dass die Kamera ist ein bisschen schwer. Ich mache es heute nicht mit Handy, sondern mit Kamera. Das bedeutet, wenn du jetzt an etwas nicht glaubst, dann mach es einfach lieber nicht. Glaub mir, es bringt dir nichts. Verschwende einfach keine Minute dabei, das Ding zu machen. Mach es einfach nicht. Weil wenn du dir selbst nicht glaubst und vertraust, dann wirst du es einfach nicht schaffen. So, jetzt nochmal eine andere Sache, die ich noch ergänzen möchte am Ende vom Video. Wenn du glaubst, dass die Händler alle Verbrecher sind, wirst du Recht beibehalten. Wenn du glaubst, dass sie ihr Geld mit Betrug und Co. verdient haben, dann versuch einfach nicht, ein Händler zu werden, weil deine Glaubenssätze werden sich materialisieren. Du wirst es einfach nicht schaffen, ein Händler zu werden, erfolgreicher Händler vor allem, weil du einfach immer tief drin hast, diese Glaubenssätze, dass das schlecht ist, was du tust. Dann tu es einfach nicht. Deswegen frag dich immer, was ist mein Kern? Woran glaube ich? Und woran setze ich das fest, dass das wirklich so ist? Versuch einfach Geschichten zu finden, die das Ganze widerlegen. Ja, das heißt, wenn du sagst, okay, ich bin zu jung, wie kann ich das widerlegen, dass ich das sogar zu meiner Stärke mache? Du siehst hier, ich könnte einfach jetzt sagen, ich bin Ausländer, ich kann nicht so gut Deutsch und deswegen mache ich das nicht. Gerade weil ich Ausländer bin, gerade jetzt im Gegensatz, und das sogar geschafft habe, Deutsch zu sprechen, dann kannst du es ja auch. Verstehst du? Ich könnte sagen, ich bin Ausländer, ich müsste einfach nicht sprechen. Und jetzt kann ich den gleichen Satz nehmen. Ich mit meinem gebrochenen Deutsch kann ich dir so eine Message beibringen. Und ich habe vielen das Leben verändert mit meinen Messages. Und stell dir mal vor, was du alles anstellen kannst. Was du mit deiner Macht, mit deiner Sprache, mit deinen Kontakten alles anstellen kannst. Also, versuch ab heute bitte eine andere Brille zu tragen. Schön, dass es dich gibt. Wenn du vielleicht einen Kollegen kennst, der diese Message unbedingt sehen sollte, ja, geiere nicht einfach diese Message weiterzuleiten. Ich wünsche dir was. Bis dahin.